Blätter und Branches finden wir selber vor Ort. Die Batterien kann ich noch nichts mit anfangen. Ich lasse mal ein Essen hier in der Hoffnung. Und ein Stack davon. Ich lasse mal das soweit hier. Ich kann es immer noch dann wieder mitnehmen. Und den Hammer. Der hat 100%. Nice. Okay, das den Rest und die Zündkerze. So. Ich versuche nochmal. Wie spät haben wir es? 16:32. Wir haben noch 3 Stunden Zeit. Pass auf. Und zwar. Kann ich die Straße langlaufen? Bin mir nicht so sicher. Und zwar ist da vorne noch der eine Shelter. Nee, jetzt darf mich nicht ablenken lassen. Ich darf mich jetzt nicht ablenken lassen. Ich darf mich jetzt nicht ablenken lassen. Ich darf mich jetzt nicht ablenken lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Straße jetzt genau hinführt. Hier war auch irgendwo noch ein Shelter, wo man spawnen kann. Aber ich weiß nicht mehr wo. Nein, 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 nein. Komm, sowas findest du jetzt überall. Ich muss einen anderen Shelter finden. So, da ist die Hauptstraße. Und hier war noch irgendwo ein Shelter. Ich weiß nicht, haben sie es geändert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da war ein Bär, ne? Da weiter oben an der Straße ist ein Bär. Ist der vielleicht auch hier? Da ist der Shelter. Jetzt bin ich bin hin und her gerissen gerade. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil da oben an der Straße läuft ein Bär lang, weil das in der Nähe des Motels ist. Denn ich weiß nicht, wie dicht das jetzt hier dran ist. Okay. Hier ist aber kein Wasserpass mehr. Schade. Aber ein Locker ist hier noch. Sonst nichts. Okay. Oh, ein Messer. Warte, was? Stopp, stopp, stopp. Das nehme ich definitiv. Zack. So. Move. Erstmal eben umgucken. Da ist nichts. Handstick brauchen wir jetzt nicht. Okay. Der Rest ist unwichtig. Den Koffer, ja, den könnte man noch mitnehmen, aber ach, die sind auch eher unwichtig. So, pass auf. Ich stelle mir das mal eben hier hin. Ich weiß nicht mehr, wo das Motel ist, aber ich glaube, das ist noch ein Stückchen weiter rein. Ne? Da könnte eine Werkbank sein. Positiv gucken. Und ich muss so langsam die Folge beenden. Hier infected. Okay, nochmal Handschuhe. Ich höre gerade nichts. Außer den Hund jetzt bellen. Den hört man wahrscheinlich allgemein bellen. Oh, keine Workbench. Okay, das Glück haben wir nicht. Okay. Aber Loot. Und eine Axt. Halleluja. Es hat sich gelohnt. Die können wir nicht mitnehmen, also. Das nehme ich doch gerne mit. Farbverdünner. Haben wir nicht. Nö, 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 nö. Okay, schade. Aber pff, ja, was soll's. Ich bin voll? Damn it! Ich
Okay, ja, dann hat es keinen Sinn. Ich muss vernünftig bleiben. Wir haben am nächsten Tag haben wir Zeit. Wir haben am nächsten Tag wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich sollte mich jetzt im Umkreis bewegen. Vielleicht die Autos nochmal ausloten oder sowas. Das ist alles andere wäre jetzt unvernünftig, weil ich habe die Säge, die würde ich ganz gerne nach Hause bringen. Ich habe einen weiteren Locker, den würde ich ganz gerne nach Hause bringen. Auf der anderen Seite könnten wir noch einen Waterbarrel finden. Das sind so alles Sachen, die würde ich echt gerne. Nee, die brauche ich. Hunger geht so. Ich überlege gerade, die würde ich ganz gerne nach Hause bringen, erstmal die Sachen hier. Oh, die Axt. Großartig. Warte mal, die kann ich auch noch unten packen. Selbst wenn ich die jetzt nicht benutze. Das ist richtig, richtig guter Loot. Richtig gut. Uhr sagt 17:12, ja, die Zeit vergeht hier natürlich wahnsinnig schnell. Und wenn es erstmal dunkel ist, ist es dunkel, ne? Es wird schon früher. Und 19:30 wird es richtig dunkel für die Infected. Und dann kommen die Fiesen zuhauf. Aber ja, greedy, ne? Vielleicht hat sich das auch geändert. Ich darf jetzt echt nicht leichtsinnig werden. Das, was ich hier tue, ist eigentlich leichtsinnig, weil ich. Oh, Duct Tape, sehr schön. Duct Tape. Aber das ist etwas, was wir morgen weniger looten müssen. Das heißt, ich kann mich morgen auf das Waterbarrel, wenn wir morgen noch am Leben sind. Hallo, Batterien? Dann kann ich mich morgen nämlich vielleicht darauf stürzen, dass ich diesen großen, anderen, größeren, etwas größeren, der ist nicht so groß wie das weiße Farmhaus, aber da kann ich mich darauf nämlich stürzen. Und dann mich darauf konzentrieren. Okay, pass auf. Das ist schon mal echt richtig gut. Wir haben für den ersten Tag, das ist der erste Tag hier unseres Überlebens in das Survival wieder. Habe ich noch Platz? Oh, wow. Ja, komm. Und das dauert immer gleich lang. Das ist etwas, was ich nicht verstehen werde, aber was soll's. Dafür haben wir das dann schon mal leergeräumt, das Auto. Das darf ich noch im Auge behalten. Da können wir nichts öffnen. Da wird es, glaube ich, schon tricky. Ich glaube, wenn wir da drüber rein, da auf der anderen Seite reingehen, da müssten wir eigentlich dann ein Waterbarrel kriegen. Aber wir haben schon mal eine Axt, richtig gut. Das ist alles Werkzeug, was wir uns jetzt erstmal nicht selber basteln müssen, hilft unwahrscheinlich. So, und ich mag jetzt nicht querfeldein laufen. Ich bleibe jetzt so ein bisschen auf den Wegen, die ich eben schon gerannt bin. Aber ich kann jetzt mal eben hier am See vorbeilaufen. Wir müssen dann nur noch die Säge holen und vielleicht schaffe ich es ja sogar noch, den kleinen Kiste zu holen. Da oben ist das Motel, ich kann die Palmen sehen. Da rennt nämlich ein Bär oben. Also ein Bär, kein Bier, sondern ein Bär. Der Weg ist doch ziemlich weit, ne? Und
ich muss echt vorsichtig bleiben. Weil ich weiß nicht, wann die nachts rauskommen. Kann ich nicht sagen. Ob das dann schon... Oh, meine Stamina. Ja, ganz schlau. Lissy, ganz schlau. Pass auf. Ich habe natürlich jetzt nichts davon mit. Okay. Ich frage mich, ob wir beides zusammen transportieren können. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Okay, 17:51. Okay, jetzt geh mal ein bisschen. Ich muss die Stamina wieder ein bisschen hochboosten lassen. Wir können gleich sowieso nicht rennen. Eigentlich ist es egal, aber... So. Das geht aber nicht beides, ne? Ich kann nicht das eine auf das andere stellen und mitnehmen, oder? Das wäre so cool. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert. So wie bei den Autos oder sowas. So. Nee, dann schwebt die Kiste oder ich kann es gar nicht nehmen. Alles klar. Das ist so doof. Ich kann doch rennen, siehst du? Hatte ich gar nicht mehr. Ich kann mich schon entscheiden, aber ich will alles möglichst dicht ranbringen. Umso mehr kann ich dann noch riskieren, die anderen Sachen mitzubringen. Aber, also, gut, wir sind noch nicht zu Hause und noch nicht sicher zu Hause mit den ganzen Sachen. Aber wenn ich jetzt mal eben so sehe, was wir heute schon alles gelootet haben, wir haben das Militärcamp leer gelootet. Wir waren hier und haben uns die Sägemaschine geholt. Wir waren in dem anderen Shelter und wir haben alles soweit erstmal im Umkreis auf jeden Fall schon mal mitgenommen. Am nächsten Tag können wir definitiv auf die andere Seite gehen. Da müssten wir bei dem anderen Shelter definitiv ein Dings finden. Ein Water Barrel. Vielleicht sogar zwei. Eins würde mir aber erstmal reichen. Wobei ich würde natürlich da auch wieder greedy. Deswegen wäre ja auch ein Auto. Je schneller wir ein Auto haben, umso besser. Ich rede die ganze Zeit drüber, weil ich nicht weiß, ob da irgendwas bei der Zeit... Ich sag das immer, weil ich das nicht glauben kann, dass es ein einziger Mensch gemacht hat. ich weiß nicht, ob die was an den Zeiten... ob Rati was an den Zeiten geändert hat, weil ab wann die fiesen Infected kommen, die eben halt auch rennen und ich esse mal jetzt eben... Ich gönne mir das mal eben wegen der Stamina, wegen Hunger und Durst. Das hat unser Charakter verdient. Und ich muss mich langsam beeilen, denn mehr als eine Stunde habe ich nicht Zeit. Dafür renne ich jetzt aber auch wieder. Ich werde, glaube ich, nicht alles nach Hause bringen können. Ich sollte mich auf die Loot-Container konzentrieren. Die Säge kann ich immer noch holen, weil Bretter habe ich ja jetzt erstmal. Dann kann ich mir nämlich ein Bett basteln. Die Loot-Container sind jetzt wichtiger als die Säge. Kann ich mir dann immer noch holen. Ich habe sie ja jetzt gebraucht. Wir haben jetzt ein paar Sachen. Ich renne mal einen größeren Umkreis, weil ich weiß echt nicht. Die kommen, glaube ich, dann schon rausgelaufen. Das ist so kontra für meine Stamina. Das ist so kontra für meine Stamina. Ja, und dann die Priorität. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch eine Batterie fürs Auto. Und drei weitere Reifen. Also das Auto ist noch lange nicht
bauchfähig. Das heißt, ich sollte ruhig den einen Schrank immer mitnehmen. Ganz wichtig. So, okay. Kiste schon mal reinstellen. Zack. Eben noch mal ganz kurz gucken. So, auch wenn es wieder chaotisch wird. Zack, 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 zack. No, oh, nein. So, zack, zack, zack. Alles klar. Vielleicht mal eben noch was trinken. Habe ich hier noch einen kleinen Schluck Wasser drin? So. Na, dann, damit die Stamina nochmal hochgeht, dass ich mir eben wenigstens noch den Schrank holen kann. Ja, ich sollte mich beeilen. Den hätte ich bloß ganz gerne noch. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das noch schaffe. Das ist keine gute Idee. Normalerweise gehe ich immer auf wesentlich auf Nummer sicher. Weil meine Stamina sowieso schon unten ist. Und ich glaube, ab 19:30 ist es dann zu spät. Und wir haben sonst gar nichts. Na, es sind Leute schon an Gier gestorben. Und jetzt ist meine Stamina noch nicht auch unten. Großartig. Ich kann noch nicht mal mehr großartig laufen. So. Das heißt, ich bin jetzt eben noch mal vorsichtig, dass die da jetzt nicht rausgelaufen kommen aus dem Haus. Na, die, ich glaube, die würden jetzt nämlich schon nicht mehr sterben. Und ich kann auch jetzt nicht großartig wegrennen. Also ganz dünnes Eis, auf dem ich mich gerade bewege. Und die Nacht müssen wir auch noch überstehen. Ich muss jetzt mal das Bett bauen. Wir haben kein Bett. Vorher kann ich die Nacht nicht überspringen, sonst brauchen sie die Nacht nämlich durchhalten. Puh, ja. Das wird noch aufregend. Und immer wenn das Soundsample von vorne anfängt, kriege ich Panik, weil ich immer Befürchtung habe, dass uns das Elend ankündigt. Der Nacht. So. Move. Alles klar. So, einen Schrank haben wir auch. Ich überlege gerade, ob ich mir noch den anderen eben hole. Ich möchte ihn eigentlich ganz gerne wieder haben, weil dann kann ich ihn nämlich schon mal einsortieren. Eine ganz doofe Idee wahrscheinlich jetzt. Naja, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, aber die Zeit vergeht ja auch so wesentlich schneller. Dann nehme ich vielleicht am nächsten Tag eine Kiste mit oder sowas. Wir finden ja auch Loot-Container. Und wenn ich mit dem Barrel zurücklaufe, kann ich sowieso keinen Loot-Container tragen. Also man muss auch ein bisschen umdenken. Bloß das mit der Stamina jetzt hier am Limit ist echt übel, was ich jetzt hier gerade mache. Und ich weiß nicht, was mit denen ist, wenn es jetzt hier dunkel wird, ne? Ich hätte mir gerne hier noch ein Dings gebastelt. Deswegen würde ich ganz gerne mir jetzt eben ein Bett machen. Ich weiß gar nicht, was ich dafür brauche. Nägel auf jeden Fall. Brauche ich das? Wahrscheinlich. Warte mal, Rex könnte ich auch gebrauchen dafür. Wahrscheinlich brauche ich die Nägel, den Hammer. Mach die Racks mit. Bett. Ein Bett basteln. Pass auf, Möbel, ein Bett. Und zwar hätte ich ganz gerne eigentlich hier 10, 12, 13, 10, 9, 12, 4. Wenn, dann eher das hier. Modern Bed. Ja. Eigentlich ist das sowas von egal. Weißt du, ich glaube, ich bastel mir jetzt das. Ich muss mal mit weniger zufrieden sein. Das ist unpraktisch. Ich gebe mir wahrscheinlich auch... Das sieht ein bisschen robuster aus, ein bisschen... wie heißt das nochmal, das Wort?
anderthalb Stunden brauche ich, um das zu bauen. Ja, dann sollte ich mich jetzt echt dran halten. Und dann sollte ich mich auch eigentlich gleich, weil wir haben auch keine Ausdauer mehr. Pass auf, dann nehme ich mir noch so was hier mit zu schlabbern. Weil ich weiß nicht, was hier nachts passiert mit den Zombies, die infected. Deswegen würde ich ganz gerne einfach jetzt mal eben das Bett noch bauen und dann schlafen. Eigentlich würde ich jetzt auch gerne sortieren, aber das kann ich mir gerade nicht leisten. Ich muss meine für den nächsten Tag. Okay. So, dann essen und dann gehe ich schlafen, damit ich am nächsten Tag wieder schön ausgeruht bin. Okay, nice. Rustikal. Das war das Wort, auf das ich nicht kam. Jetzt, wo ich das Bett sehe, rustikal. Okay, gut. Man hat die Zombies gehört. Sie sind da gewesen. Oder die Infected. Sie sind da gewesen, definitiv. Es ist aber ein neuer Tag. Und ich würde auch jetzt, weil wir werden heute wieder Nebel haben, garantiert. Wir werden, wieder Nebel bekommen. Also würde ich ganz gerne wieder los. Na, weil sortieren kann ich auch immer im Nebel. Daran soll es nicht scheitern. Oh ja, das steht gut. Schade, dass die nicht so richtig so anknüpfen. Nee. So. Okay. Hä? Okay. Jetzt kriegst du dich da nicht richtig in die Ecke schieben. So, okay, gut. Alles klar, dann mache ich jetzt hier mal das hier rein. Hier erstmal alles Holzige, damit wir mal anfangen. Ja, das heißt, sowas kommt da rein, das kann da rein. Steine, Charcoal, das nehmen wir erstmal raus. Auch Blätter nehme ich erstmal raus. So, das. Und so viel finde ich am Anfang noch nicht davon, also kommt das da mit rein. Da ist noch, sind noch Lebensmittel mit drin. So, holzig. Halt. Doch. Da sind noch Handschuhe drin, dann mache ich erstmal hier Klamotten und alles, was im Entferntesten damit zu tun hat. Sprich, eben halt auch der Kram, den brauche ich für andere Sachen. Dann mache ich auch Charcoal und Steine, weil noch habe ich nicht so viel von allem. So. Okay, damit das schon mal ein bisschen vorsortiert ist. Die Muni kommt da rein. Das Gear hatte ich hier mit drin. Ja, hatte ich da mit drin. Und Essen kommt sowieso in die Küche. Und die Küche sortieren tue ich dann auch erst beim nächsten Nebel. Es geht mir jetzt nur darum, erstmal eben das Wasser nehme ich mit. Das ist nicht viel, aber ich brauche das auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich noch Essen finde. Und den Rest sortieren wir dann später. Irgendwas mitnehmen? Nö. Ja.
Gut. Ich gehe am besten hinten wieder rum. An der Straße kann ich knicken. Das wird richtig übel. So, und sowas wie Leaves. Ja, es fällt mir schwer, aber sowas wie Leaves lasse ich jetzt einfach erstmal stehen. So. Da muss ich jetzt langsam mal übergehen in den Defense Mode.